Wie sind es den Opfern von Krieg und Faschismus schuldig, darauf hinzuweisen und dagegen zu protestieren, dass heute in der vom Westen gepriesenen neuen Regierung in Kiew üble Faschisten sitzen? Der Vizepremierminister, der Verteidigungsminister, der Landwirtschaftsminister, der Umweltminister, der Generalstaatsanwalt, das sind alles Faschisten. Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates war Gründungsmitglied der faschistischen Svoboda-Partei. Faschisten haben wichtige Posten und dominieren zum Beispiel den Sicherheitssektor. Der Vorsitzende dieser Partei, Oleg Krotnibok, hat Folgendes wörtlich erklärt, ich zitiere, was er gesagt hat, also jetzt beginnt das Zitat, schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ich wiederhole dieses Zitat nochmal, weil es eigentlich unglaubhaft ist, dass ein Mensch, der sowas sagt, Beziehungen zu unserer Regierung pflegen kann. Schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Es gibt jetzt Übergriffe auf Jüdinnen und Juden und auf Linke, das hat ja meine Vorrednerin gesagt, gegen Kommunisten. Und gegen all das sagt der Westen, die deutsche Regierung nichts. Mit diesen Svoboda-Leuten redet man, das ist ein Skandal. Zur deutschen NPD hat Svoboda freundschaftliche Verbindungen. Svoboda war im Mai 2013 zur sächsischen NPD eingeladen. Die sogenannte Denkfabrik dieser Partei, also von Svoboda, trägt den Namen Josef Goebbels Forschungszentrum für Politik. Vor allem seit der Präsidentschaft von Viktor Lukaschenko im Jahre 2005 werden Faschisten hofiert. Meine Vorrednerin hat es auch gesagt, dass der Nazi-Kollaborateur aus der Zeiten des Zweiten Weltkriegs, Stepan Bandera, seit 2010 den Titel Held der Ukraine hat. Wir sind entsetzt, dass offen faschistische Organisationen durch westliche Politiker, auch von Herrn Steinmeier, hofiert werden. Ich werde jetzt nur noch die letzten Gräueltaten berichten, dass wir auch entsetzt sind, dass auf das Haus der Gewerkschaft in Odessa durch nicht uniformierte Faschisten es 50 Tote gegeben hat. Sie sind erstickt, verbrannt und in den Tod gesprungen und die Faschisten, die draußen die Brandsätze in dieses Haus geworfen haben, die haben noch gejohlt und gesagt, springt doch runter für euren Putin. Liebe Freundinnen und Freunde, das sind menschenverachtliche Dinge, die nicht von unserer Regierung auch noch toleriert und unterstützt werden dürfen, nur weil das uns geopolitisch vielleicht in irgendeiner Weise passt. Natürlich uns passt das überhaupt nicht, sondern das passt unseren Herrschenden, denen wir entschieden sagen müssen, das ist nicht möglich, dass von deutschem Boden in der Ukraine noch einmal Faschisten unterstützt werden. Aber, liebe Wuppertalerinnen und Wuppertaler, es gibt natürlich nicht nur Faschisten in der Ukraine, es gibt auch Faschisten in unserem Land, es gibt auch Faschisten in Wuppertal. Noch gestern gab es in Bam eine üble Nazi-Kundgebung von Pur NRW, die, und das ist auch ein Skandal, von der Polizei geschützt wurde, trotz der Tatsache, dass es doch außerordentlich fiese Hetze der Nazi-Rednerin gegen Ausländerinnen, gegen Muslime und auch gegen Linke gegeben hat. Und es ist eben auch bestürzend, dass Pro-NRW und die Reps jetzt zu den Kommunalwahlen kandidieren werden. Sie haben Direktkandidaten in 31 von 33 Wahlbezirken aufgestellt.
Auch der erst kürzlich gegründete Wuppertaler AfD-Kreisverband versuchte eine Kandidatur, konnte aber nur in 18 von 33 Wahlkreisen Kandidatinnen aufstellen. Die AfD wird daher nicht flächendeckend in Wuppertal wählbar sein. Die Nazi-Splitterpartei Die Rechte, die schafft nur in 2 Bezirksvertretungen Kandidaturen. Und das ist jetzt mal eine gute Nachricht, die älteste Nazi-Partei, nämlich die NPD, die verschwindet wieder aus dem Stadtrat, weil sie nicht mehr kandidiert. Sie hat offensichtlich nicht genügend Kandidatinnen zusammenbekommen. Aber realistische Chancen haben pro NRW und die Reps in den Stadtrat zu kommen. Dies gilt es mit vereinten Kräften zu verhindern. Die Faschisten dürfen nicht durchkommen, nicht in Wuppertal und nicht in der Ukraine. Danke für's.